Seid gegrüßt. Hier kommen die Horoskope für die nächsten vier Sternzeichen. Verbunden mit der Sonnenfinsternis am 1. September. Die Magie der Sonne und dem Mond. Der Löwe. Er umgibt sich mit den Dingen seines Lebens, die ihn erfolgreich gemacht haben. Das gibt ihm neue Lebenskraft. Er spürt die Liebe und Freude, die von den Menschen kommen, die ihm wichtig sind. Dadurch wird er beflügelt und er erfährt große Anerkennung im Beruf, vom Chef und seinen Kollegen. Die Jungfrau. Sie ist die Gewinnerin dieser Woche. Durch den magischen Neumond des Neubeginns und dazu die Sonnenfinsternis. Wow! Sie sollte sich notieren, was sie sich erträumt und erreichen will, damit sie ihre Wünsche immer vor Augen sieht. Alles, was sie tut, wird gelenkt von einer inneren Kraft, die starken Einfluss auf ihr Leben hat. Finanziell erlebt sie glückliche Fügungen, die ihr die Sorgen nehmen. Die Waage. Sie erlebt große Bewunderung für ihre Liebenswürdigkeit. Man umschwärmt sie und damit wird sie stark. Sie ist kreativ und entdeckt neue Talente bei sich selbst. Das sollte sie mutig ausnutzen. Bei Kollegen und Freunden erfährt sie in allem, was sie tut, willkommene große Bestätigung. Das nimmt sie dankbar an. Der Skorpion. Er erkennt seine magischen, bisher verborgenen Wunschkräfte, die er positiv einsetzen wird. So bringt er Licht in sein Leben und erledigt seine Unannehmlichkeiten einfach und leicht. Die Sonne bringt ihm Klarheit in seine Probleme, die wie große Berge vor ihm standen und nun zu kleinen Hügeln werden. Er wird in großer Glückseligkeit sein Leben fortfahren. Sein Misstrauen sollte er unbedingt vergessen und unter Menschen gehen. Sie werden ihn mit einem Lächeln und freundlichen Worten unterstützen. Die nächsten vier Horoskope kommen in Kürze. War das für euch wiederum interessant? Teilt es mir mit. Herzlichst, eure Deria.